Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Der Pay-per-View des Jahres beginnt. The greatest stage of them all. Wrestle. TNA Bound for Glory 2011 steht auf dem Programm. Mega. Mit dabei meine Mitfreunde der gepflegten Unterhaltung, Awesome E. Hi, ich bin's. Und der Österreicher Paddy. In einer miesen Laune, wie Eddie. Ich bin Odes Neues und ich bin bestens gelaunt. Der einzige von uns, der hässliche. Ja, gut, erst einmal im Vornherein würde ich erstmal sagen, was wussten wir von diesem Abend im Vorhinein? Wir werden ein Match sehen mit runden 500 Jahren Matcherfahrung. Darf ich mal ganz kurz? Ja. Also, ich war schon vor diesem Pay-Per-View in Schuhlaune und jetzt frage ich mich, wo soll diese Schuhlaune noch hinwachsen nach dem Pay-Per-View? Wir wollten uns das Ganze eigentlich gestern schon live angucken, damit hatte die ganze Misere schon begonnen, aber wir haben keinen Stream gefunden. Also, unsere Wow, wir haben es Frustration. natürlich live gekauft, ne? Ja, Ja, unser Sky ist Ja, abgekackt komm, sei mal einfach ehrlich, wir waren so dumm, einen Stream zu finden rechtzeitig und wir sind einfach alle ins dann Bett gegangen. noch. Ja, Sind extra und. bis um 2 aufgeblieben, um dann festzustellen, dass wir keinen Stream haben. Das nenne ich Frustration. Und so ging es dann auch gut weiter. Ja, Bound for Glory ist ja WrestleMania von TNA. Und wir waren nicht in dieser wunderbaren Impact Zone. Wo waren wir überhaupt? Wo waren wir? Philadelphia, Heimatstadt. Pennsylvania. Heimatstadt von mir und Des Eddie. Hardcore Wrestlings. Easy fucking W. Weswegen Wir waren in der Main Philly. Event eigentlich auch schon der zweite Abends ist. Ja, der persönliche Main Event ist ja Ansichtssache, ne? Ja, Ja, bei ich dir würde ist es. sagen, Paddy Seiner kommt in der Mitte der Karte. Oder dann doch im Opener. Ich fast immer Open allein schon wegen dem einen Mann, der drinnen steht. Naja, also wir sind in Philly. Das ist der größte Pay-Per-View des Abends. Und schauen wir mal, ob er das halten konnte, was er versprochen hat. Wir haben im Rahmen dieses Pay-Per-Views etwas Neues gemacht. Ob es dauerhaft eingeführt ist, weiß ich nicht. Unser persönliches kleines Tippspiel. Und ja. Darf ich kurz was dazu sagen? Das Tippspiel ist meistens auch noch damit verbunden, dass am Ende irgendjemand, der verliert oder auch gewinnt, sozusagen irgendwie eine symbolische Wette abgeben muss. Die heutige Wette war, dass Paddy während dieser ganzen TNA-Ausgabe nicht gegen Cena shooten darf. Ich dachte, das war das Nein, nächste nein, Review. nein, Aber nein, es gibt. einem TNA-Pay-Per-View. Oh, okay. Weil bei WWE kann sich nicht verhindern, gegen Cena geshootet zu werden. Da hab, selbst ich sag ja, was Da stellst du? müsste ich beim Tippspiel ja Ärger abkacken. Und ich weiß gar nicht, was war mein Wetteinsatz, dass ich mir das anhören muss, glaube ich, ohne irgendwas dagegen Ja. zu sagen. Ja, ob ich gewonnen habe, ob Eddie gewonnen hat, ob Otis gewonnen hat, das werden wir am Ende dann vielleicht mitbekommen. Ja, übrigens, den einzigen Vorteil, den ich hatte, mir die Cena Shoots dann anhören zu dürfen. Also doppelt gemoppelt sozusagen. Ja, die Veranstaltung hat begonnen und wie beginnt man überhaupt so einen Pay-Per-View? Den größten Pay-Per-View des Abends. Richtig, man stellt ein World Heavyweight-Titelmatch in den Opener. Ah, nein, falsch. Falsch, falsch. Nein, natürlich, man stellt die X-Division in den Opener. Logisch. Mann. Der größte Pay-Per-View des Abends. Des Aber Jahres. was? Es war der größte Pay-Per-View des Abends wahrscheinlich. Es sei denn, UFC hat an dem Abend was gemacht. Glaube ich nicht. UFC! UFC! Gut, Egal. können wir zum ersten Match kommen, mein lieber Paddy? Ja, es war Austin Aries gegen Brian Kendrick um den X-Division-Title und ja, was haben wir getippt? Es war relativ langweilig. Alle drei Herrschaften haben auf die Person Austin Aries getippt. Ja, es war X-Division, ich glaube, X-Division-Match. Ja. Kann man nicht beschreiben. Es Kann war man nicht beschreiben. schnell. Gerade bei den beiden nicht wirklich, nein. Die beiden harmonieren. Ja. Das Aries Einzige, wieder was mir aufs. wirklich, also bei so einem schnellen Match bleibt nur nicht hier im Kopf, also das Einzige, was mir wirklich im Kopf geblieben ist, ist der Finisher. Ja, der Brainbuster. War der nicht sogar auch ein bisschen wie bei dem, was du mir von El Generico vorhin gezeigt hast, auf Seil oder so? Was war doch da vom, oder vom obersten Seil, Nee, irgendwie. also wir hatten einmal einen Silent Breath Number 2 vom Seil Ach, aus. das war's, genau, Nee, Entschuldigung. Silent? Sliced. Ja, Sli ja. geschnittenes Brot Nummer 2. Geschnittenes Brot Nummer 2 von Brian Kendrick. Wie geschnitten Brot ist dann noch Aries reingeflogen, hat aber nicht gereicht. Brainbuster Sieg, Aries.
Ich finde es ja schön, dass ich dieses Match beginnen soll und dann habe ich einen halben Platz gesagt. Ja, Ja, so hört das sich ist das. ja nur zur Richtlinie. Lass uns Ja. doch gerne was zu dem Match sagen, wenn du möchtest. Earlier today. Ja, natürlich, wir sind bei Bound for Glory, wir sind bei WrestleMania von TNA. Da brauchen wir ein Earlier Tonight. Heute ist es Earlier Today. Ja, was ist denn da passiert? Oh, ist. Warum ich? Naja, am Weil du Ende ist halt schon als gerade. erster Wir haben anspringst. Karen Jarrett gesehen, die sich mit Tracy angezickt hat. Das war's auch. Ja, und das glaube ich, Dixie Carter in die Arena gekommen ist. Und der liebe Jeremy durfte da noch Backstage mit der lieben Karen, die sich umgezogen hat und wir leider dann erfahren haben, dass Karen Jarrett heute auch noch Special Referee beim später folgenden Women's Match wird. Erster Warum Minuspunkt. leider? Warum leider werdet ihr dann nachher noch sehen? Jetzt kommt es vom einen Kiffer zum nächsten Kiffer und ich denke mal, das ist was für Otis vor allen Dingen. Ja, natürlich, jetzt nicht wegen dem Drogenkonsum, sondern wegen den zwei Leuten, die hier im Ring standen. Full Metal Mayhem stand auf dem Programm. Wir hatten zwei Legenden, die fast besser gar nicht miteinander harmonieren können, wie auf die beiden schon miteinander im Ring standen. Rob Van Dam gegen Jerry Lynn. ECW, ECW, Abgesehen ECW. davon, dass da auch schon 90 Jahre im Ring standen. Das hatten wir heute öfters, dieses Verfahren. Ja, das ist TNA. Sorry, es ist einfach TNA. WCW. Damals waren sie 80, weil sie ja heute alle noch älter wurden und immer noch da sind. Jerry Lynn, Rob Van Dam, ja. Was haben wir in diesem Match gesehen? Wunderbare Aktion. Wieder mal hat sich gezeigt, dass die beiden einfach nur kranke Bastarde sind. Unter anderem auch Jerry Lynn hat sehr viel genommen, trotz seines über Jahre hinweg lädierten Rückens. 48 ist der Mann. Also man muss schon sagen, hier The Ram hat hier ordentlich gezeigt, was er drauf hat. Schöner Und Insider. ich erinnere mich an diese schöne Aktion, wo man sich ein, wie heißen die Dinger? Ringabsperrung. Genau, man sich eine Ringabsperrung genommen hat, die schön zwischen einer anderen Ringabsperrung und der Ringmatte Das war eine positioniert Leiter. hat. Das war eine Was, Leiter. Leiter? Ja. Ah, das war die Leiter noch, klar. Jerry Lynn, Rob Van Dam mit einem Sunset Flip übers Seil zog und Van Dam seitlich abbotschte. Ja, Und statt der wir Leiter dachten, ging es gegen die Absperrung. wir Das sah dachten, er macht schmerzhaft den aus. Sandman. Wir dachten jetzt, er macht den Sandman und ist total benommen. Es war nicht ganz jetzt wie Cactus Jack gegen Sandman, es war schon eher Rob Van Dam gegen Jerry Lynn. Allerdings hat man dann das Gefühl, dass das Match aufgrund dessen ziemlich schnell beendet werden musste. Ich hätte gedacht, dass sie vielleicht sogar noch 2 Minuten mehr gekriegt hätten ohne diese ganze Aktion. Aber Das weiß man nicht. naja, also auch weil es das Ganze ja dann doch endete tatsächlich mit dem Van Terminator. Eigentlich dem Coast to Coast. Er stellte die Leiter und Jerry Lynn in der einen Ringecke, wer die Aktion kennt, weiß, wie sie aussieht, und nahm sich den Stuhl, kletterte auf die andere Ringecke und sprang tatsächlich durch den ganzen Ring, also nicht schräg, sondern von einer Oder Seite man zur anderen. sagt einfach Shane McMahons patentierter Richtig. Jump. Man sagt halt Coast to Coast zu dem Ding. Und danach legte er die Leiter auf Jerry Lynn und pinnt ihn danach. Also ich denke mal, weil halt auch vor allem der Five Star gefehlt hat, dass sie das Match tatsächlich dann so ein bisschen verkürzt beendet haben. Und das wird nicht das einzige Match sein, das heute verkürzt wird. Leider. Aber, also euch ECW, Hasen, wie hat euch das Match so von der Härte gefallen? Wunderschön. Also ich glaube, ich. Nee, wenn ich jetzt was sage, dann greife ich schon ein bisschen zu vorweg. Deswegen sage ich einfach mal, es war wirklich ein Match. Also wie ist mir eigentlich für Hardcore Justice? Ich und Ulis dachten uns die ganze Zeit, bei drei Matches heute, warum waren die nicht bei Hardcore Justice? Da hätten die viel besser angepasst. Aber so haben sie True. definitiv den besten Pay-Per-View des Jahres wahrscheinlich wirklich ein bisschen aufgeholfen. Also die ersten beiden Matches waren nicht schlecht. Jetzt kommen wir allerdings zum ersten Minuspunkt. Moment, zum Ja, Tippspiel zurück. Van da. Damme haben alle drei getippt. Van Damme hat gewonnen. Steht 2 zu 2 zu 2. Ja, man Ja, merkt. nach dem Match haben sie sich übrigens auch die Hand gegeben. Oh, ist aber Ja, schön. so Oh. gehört sich das auch für gute Darf Freunde. ich muss eben kurz für Eddie noch eben kurz die epische Überleitung, als wir es live gesehen haben, zum nächsten Match aufbauen. Es geht sich nicht, eigentlich nur um den Ringrichter. Der Ringrichter war hier fehl am Platz in diesem Match. Er Ja. wollte eigentlich zum Damenmatch. Wollte jetzt, warum? Doch Da im Match als. wurde der andere arme Mann nämlich ausgesperrt, weil der Karen Jarrett unbedingt rein wollte. Ja, Aber wir sehen ihn ja ging schon wieder. leider nicht. Dann stand er wohl, er wollte unbedingt dabei, er sah Samoa Joe vorbeigehen, hatte Titten gesehen und rannte Samoa Joe hinterher. Und schon war Sitze vorne, Earl Hebner natürlich. Ja, der gute alte Earl. der Ringrichter im folgenden Match. Bitteschön, Eddie. Ringrichter im folgenden Match, ja, der alte Earl, der leider hier nicht so eine große Rolle spielt, dafür aber Matt Morgan mit seinen 2,13 Meter, genauso groß wie Big Show, ich sag's immer wieder gerne, der Mann ist eine Gigant, auch ehemaliger American Gladiator,
Dann hatten wir Grimsberg, die bessere Version von Goldberg. Es gibt jetzt noch eine bessere im Ring of Honor. Moment mal, Grimsberg, gibt es da nicht auch Gold Moose oder so ähnlich? Wie war Ja, das heute? Gold Genau, Moose und. Sheamus. Ja, Ja, stimmt. ja. Die Mischung aus Sheamus und Goldberg. Wir haben Crimson und das Ja. wäre dann, was er sagt, dir Gold Moose und Ja, das kann aber so das ist sein. der neue Goldust-Charakter von Dustin Shameberg. Rhodes. Und natürlich das dicke Kind gegen eigentlich zwei. Also so war es dann auch die größte Zeit. Es gab zwar immer wieder Stress zwischen Crimson und Morgan, aber im Prinzip war es ein 2 gegen 1 Match, kann man nicht anders sagen. Und das Finish war scheiße. Ja, das Match war halt Big Mans und Samoa Joe, der seine Human Cannonball mal wieder demonstriert hat. Love Sieht sehr schön aus bei ihm. Crimson zeigt, dass er doch zwei Moves mehr kann als die Originalversion. it. Das muss man ihm zugute halten. Natürlich, Das bei vollkommen. dem. Vor allem Crimson. Ich wollte jetzt wirklich Crimsberg sagen. So heißt es ja. Crimson ist ja auch noch relativ jung. So ist es ja nicht. Der könnte sich ja noch theoretisch verbessern. Kann man da vielleicht auch noch sagen, dass mir schon der Carbon Footprint von Matt Morgan hier schon gar nicht ging, so, weil der so richtig schlecht verkackt aussah. Yep. Und dann Crimson mit einem Goldberg-Move. Während. Moment, Moment, Moment. Jackhammer. Nein! Ah, fuck. Es war auch nicht der Kick, es war Ah. tatsächlich der Spear. Er hat ihn auch nicht noch 10 Meter mit sich geschleift, wie es bei Goldberg eine Tatsache war, sondern er hat ihn gleich gespeart und irgendwas hatte der liebe Morgan ins Auge gekriegt oder so und dann war es ein 1-2-3-Sieg. Und Joe durfte wieder mal jobben. Und Crimson bleibt natürlich einzig logische Folge weiter ungeschlagen. Was haben wir denn eigentlich alles überhaupt getippt bei dem Match? Tja, wir haben Crimson. alle drei auf Crimson getippt. Ihr Nochmal seht, kurz zu Crimson. ziemlich langweiliges Tippspiel. Bisher, vielleicht wird es in Zukunft besser. Ich meine, Crimson ist erst 26, also da sehe ich doch noch Hoffnung, dass das besser wird. Ganz Aber ehrlich. jetzt geht's natürlich gleich zu einem guten Freund von uns allen, den eigentlichen Gesicht von TNA, nämlich Jeremy fucking Borash, der zusammen mit Bully Ray wieder mal genial Promo Oh hält. ja, Bully Ray. Bully Ray, Leute. Das ist. Für mich ist er ja Mr. Promo Nummer 1 bei TNA. Das habe ich ja heute Mittag schon angesprochen. Also, Bully Ray, der blüht sowas von auf. Wir sagen es, glaube ich, Genau wie dein Tech-Partner. immer wenn der Mann kommt. Ja, dann geht Otis. Genau, das war der Tag-Team-Partner. Ist er noch da, der Tag Ja, Team nee, Partner? ist nicht mehr da. Gut, wir hatten hier Bully Ray. Ja, das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Auf jeden Fall, jedes Mal erwähnen wir, wie sehr der Mann aufblüht mit seinen jetzt 40. Ganz ehrlich, all die Leute bei Cage Match, die über diesen Mann schimpfen, dass er nichts im Ring kann. Also er hat sich als Singles Wrestler weitaus inzwischen für mich besser etabliert, als er es wahrscheinlich jemals als Tag Team Wrestler konnte. So. Die Und Zeiten, wo die Leute gerufen haben, same old shit, ist vorbei. vor allen Dingen, das Wichtigere noch, der Mann hat, glaube ich, eines der wenigen Gimmicks, und wenn Russo das verbrochen hat, dann liebe ich ihn dafür. Und wenn das Bischof war, dann liebe ich Bischof dafür, weil das ist echt zurzeit, genauso wie Mr. Anderson, eines der geilsten Gimmicks bei ganz TNA. Das Ja. Arschloch. Also, was war die Promo? Es war eigentlich Basic Stuff. Heel Bully Ray zieht über scheiß Philadelphia her und er kommt doch aus New York. Ja, dann waren wir auch beim Falls Count Anywhere Match zwischen Bully Ray und Mr. Anderson und ja, das Tippspiel war bisher sehr langweilig, war es auch hier alle drei auf Anderson. Ja, zum Match selbst, es war hart. Das war ein Hardcore Justice Match. Wäre es Also, bei Hardcore Bound for Glory. Justice gewesen. Da hätte es hingepasst von der Härte. Weißt du, Tja. was mir gerade ganz kurz auffällt? Ich möchte das. Wollen wir jetzt schon die Leute spoilern oder nicht? Es wird tatsächlich das längste Match des Abends. Nein, oder? Doch. Doch, Doch. scheiß. Das ist mir gerade, jetzt wo er es gesagt hat, auch aufgefallen. Das ist tatsächlich das längste Match des Abends. Ja. Also es geht zuerst nochmal mit. Also ganz kurz. Ihr könnt euch schon vielleicht denken, warum wir in Shoot-Laune sind. Ja, es wird nämlich noch besser, oder auch nicht. Die Shootdown hat bisher noch nicht wirklich ausgemacht. Auf jeden Fall ging dieses Wrestling-Match sogar mit Wrestling los. Also Neckbreaker, Job, Big Boots. Irgendwann mal ging dann noch Anderson raus, nachdem er ein Schild entdeckte und darauf stand: Welcome to Philly, Asshole. Ja, Liebe Anderson. das Das war Schöne. natürlich in Wahrheit ein Metallschild, wo drauf stand Death End. Ja, das Dead End, nicht Death End. Einbahnstraße. Genau, dann gab es noch, dann waren sie wieder draußen, nachdem Bully Ray dieses schöne Metallschild über die Rübe bekommen hat. Dann haben sie Bier, ich glaube Bier war es ins Gesicht bekommen von so einer Eulen. Ja, das war sehr genial. Da stand so ein Fan daneben. Als erstes hat Anderson sich von irgendeinem Fan einen Kaffeebecher, glaube ich, oder war es Bier? Ich weiß es Ich nicht. glaube, Auf es jeden war Fall hat Bier. Bier, die Bier. saufen doch keinen Kaffee, Wer hallo? weiß.
Das war auf jeden Fall aus wie ein Becher voll mit Flüssigkeit, der hat da volle Kanne ins Gesicht von Ray und dann kam noch ein Fan und hat so von der Seite beide bespritzt. Das sah sehr lustig aus und zog sich dann ganz schnell zurück, als ob sie Angst hätte, von einem gleich auf die Fresse zu kriegen. Dabei war keiner von beiden der verstorbene Randy Savage. Tja, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Dann kam für mich fast schon die Aktion des Matches, als es zur Eingangsrampe ging. Da haben sich die beiden halt weiter gebrawlt. Irgendwann mal hat er halt Bully, ich habe es kurz den Namen vergessen, tut mir leid, kurz die Oberhand und macht ja die typische Mr. Anderson-Handbewegung, wenn er beim Einzug auf das Mikro wartet. Der es übrigens am Anfang nicht gab, diesmal. Genau, er ist direkt auf Bully Ray losgestürmt und meinte halt, hat sich halt selbst hier vorstellen wollen, from Hell's Kitchen, New York City. Ja, ich glaube, weiter ist er nicht gekommen, denn dann konnte Anderson zurückschlagen und die Antwort von Anderson war, Welcome to Philly, Bitch! Da hat der Özi richtig schön abgefeiert. Ja, das habe ich abgefeiert. Also Anderson kann selbst dem Özi ein Lachen auf die Lippen zaubern, das ist schwierig. Ja, ein Lacher im Jahr beim Wrestling, wunderbar. Ja, Sandman Anderson. Man darf vielleicht auch noch ganz kurz sagen, dass es tatsächlich hier so gut gebuckt wurde, dass ich Bully Ray als sinnvoller und wirklich glaubhafter hier verkauft wurde und Anderson so gut als Face dargestellt wurde, wie glaube ich selten. Und deswegen das Ganze einfach nur Sinn macht, indem er jetzt für Philly chantet, obwohl ja eigentlich der andere viel größere Geschichte aus Philly hat und dann natürlich auch von den Philly-Fans die Chance bekommt. Übrigens, die Crowd war heute wirklich durchweg, finde ich, Ja, awesome. ich fand Also, auch allgemein die Halle sehr schön, muss ich sagen. ja, also für dieses eine Mal im Jahr, wo man nicht in der Impact Zone ist, Entschuldigung, war es okay. Dann ging es allerdings mal in den Backstage-Bereich. Das fand ich ja auch sehr interessant. Haben wir schon gesagt, wer alle sehr gewonnen hat? verwundert. Nein, da sind wir ja noch gar nicht beim Finish. Ach so, ach das Wir meint ihr sind im Backstage. Ja, Backstage-Bereich. ich hab's anders verstanden. Also Sie prügelten sich in den Backstage-Bereich, ja, darf man das vielleicht sagen. hättest du sagen sollen. Ja, das war jetzt der Ösi schuld, nicht ich. Ja, dann kam halt ein Piledriver auf diesen Boden. Es wurde auch gezählt von einem Ref, der einen Handschuh anhatte. Warum auch immer, vielleicht eben deswegen. Hat War nicht das der junge gereicht. Earl oder also sein Es Sohn? müsste der junge Heppner gewesen sein. Hefner. Heppner. Hefner. Ja, und dann ging es irgendwann mal wieder zurück und jetzt darf irgendjemand anderes übernehmen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich muss Ja. sagen, das finde ich selber. Da sind Also, wir zwar noch das nicht meinte ich. ganz, Ich will aber noch ein bisschen auf das davor eingehen, weil das ich wurde muss schon sagen, das finde hart. ich selber. Das war einfach nur genial improvisiert. Ja, man darf vielleicht noch sagen, dass Rome Finish diverse andere Sachen nämlich mit einer Ringabsperrung gab. Diesmal kam die Absperrung zu einem Einsatz, lieber Otis, nicht beim Match zwischen Van Damme und Lynn. Nämlich Ach, gab es hier war da unter das. anderem eine Swanton Bomb, die gebotcht wurde von Anderson, ich glaube relativ früh im Match sogar schon, wo er dann auch ein bisschen angeschlagen wirkte. Bubba Ray wollte es mit einem Back-Sentence-Splash versuchen, ging auch daneben. Dann gab es die Bubba Bomb, glaube ich, da drauf und auch den Mic-Check. Aber es hat natürlich noch lange nicht gereicht. Denn Und wir haben beide jetzt haben natürlich. geblutet wie ein Schwein. Naja, es ging noch wenig Blut eigentlich. Es wird nachher noch mehr fließen. Ja, nein. Dann wird draußen ein Tisch aufgestellt und dieser Tisch, ja, der bricht dann erstmal nicht. Ja, warte, warte. Er wollte nämlich Wer Bully ist Ray mit er? der, ja, Der liebe Anderson. Anderson wollte Bully Ray mit seiner Swanton Bomb durch den Tisch hämmern. Ist da wahrscheinlich etwas zu weit auch schon gesprungen, wenn ich mir es richtig entsinne. Der Tisch hat gebotscht, ist nicht zerbrochen. Der No-Sell Wollte nicht. Tisch, ein Klassiker. Der no-sellende Tisch. Das Publikum war ein bisschen angefressen, hat erstmal gebuht. Anderson dachte sich so, ja, okay. Kannst du jetzt nicht so stehen lassen. Hebt sich Bully Ray auf, macht noch den Mic-Check und der Tisch sellt. Man darf vielleicht nur sagen, der No-Sell Tisch ist der wahrscheinlich der beste Freund von Sabu. Wer Botchomania kennt, weiß warum. Oh Ja ja. gut, ich wollte gerade erst auf Randy Orton rumhacken, aber der hat es ja mit Kommentatorenpulte. Die wollen ja auch Ja. nicht so, wie er will. Ja. Ja, kann ich auch verstehen. Ich wäre ja auch ziemlich angepisst, wenn ich Randy Orton. Naja, Anderson hat gewonnen. Das heißt, auch hier lagen wir wieder alle richtig. Ist verdammt langweilig bisher, gebe ich auch zu. Und dann ging es backstage zu Eric Bischoff und dem Referee Jackson James. Dein Sohn? Du hast mir gerade meinen Text zerstört. Und Ey, das warte hat. mal, Jackson James ist so der Sohn von Eric Bischoff, ne? Ja. Sag mal, Eddie, kann das sein, dass das der Sohn ist? Ja, auf jeden Ich Fall. glaube, ich habe ich gehört, Bist dass du das dir der sicher, Sohn. dass das der Sohn ist? Hast du das nicht mal irgendwo, das hast du auch irgendwo Da gelesen, oder? merkt Das war man sein wieder, Sohn, ich habe oder? mit unprofessionellem Haufen zu tun. Paddy, es war doch seine Otis. Tochter, oder? Ja, die wunderschöne. Die hat er mit uns mitgemacht, Ach, ne? der So. Onkel von Also ich Hogan, nehme jetzt einen der Feind Ric Flair seine aus mir Schwester ist. als Wrestler. Ein guter Freund davon, ehemaliger Bekannter.
mich am Feierabend, meine Frau. Ach ja, okay, komm, weiter. Nö. Ja, okay. Angelina Love wartet auf dich. Ja, ich kann ja schon weiter. Und Jackson James ist halt der Ref, der was das Match zwischen Hogan und Sting leiten soll. Und Bischof will halt unbedingt, dass Hogan gewinnt. Und da nennt er auch den Herrn James Sohn. Und ja, dann war allen klar, das wird wohl eventuell mit einem Screwjob enden. Und natürlich unsere Kommentatoren total schockiert. Oh mein Gott, das ist der Sohn. Das haben wir doch alle gewusst. Ist das Storyline technisch oder Wahrheit? Wahrheit. Wirklich sein Sohn. Mhm. Sonst würde man den Müll ja nicht... Entschuldigung, ich nehme alles wieder zurück. Prinz Nana. Der ist wirklich ein Prinz, also lass es. Mhm. Naja, der ist der Bruder von Amazing Red. Grimsburg. Aber ja. Kommen wir zu was Schönerem als Grimsburg, nämlich zu Paddys Freundin. Wir lassen ihn alleine das Wort. Ja. Also. Schau zu deiner Decke hoch, schau über dein Bett, da hebt dieses große Plakat. Die dicken Möpsen und zutätowiert bis zum geht nicht mehr blond, als geht's nicht doch. Seid ihr fertig? Ja, du darfst kommen. Okay. Vor 4 Jahren wurde dieser Gürtel neu eingeführt. Der Knockouts-Title. Ein Titel, der für einen Damen-Mainstream-Titel sehr wichtig ist. Wichtig war. Mhm. Nicht der unwichtigste immer noch ist. Auch wenn die besten Tage vorbei sind. So, wir haben hier ein Fatal Four-Way-Match zwischen Winter, die aktuelle Championess, Velvet Sky, Madison Rayne und Mickey James. Tippspiel. Und einem Special Referee namens Karen Jarrett. Unser Tippspiel. Das ich habe aber Angelina Love getippt. Man darf vielleicht doch ganz kurz sagen, dass sich die liebe Otis hier nur durch mein Gequatsche vom Ösi und mir beeinflussen lassen hat, sonst hätte er wahrscheinlich jemand anderes getippt. Wir hätten also hier vielleicht sogar schon den ersten anderen Tipp sehen können. Aber nein, es war tatsächlich Velvet Sky, auf die wir alle getippt haben. Eigentlich war es ja ganz anders. Wir mussten erstmal Paddy überreden und ihm mal erklären, dass Angelina Love gar nicht im Match steht, weil er sagt die ganze Zeit Angelina Love. Ja, und wir sagten, die ist nicht im Match, die kannst du nicht nehmen. Angelina Love. Also es ist die andere von den Beautiful People, die heute anscheinend die Kohle aus dem Feuer holen darf. Velvet Sky, Frau mit unglaublicher Oberweite, die hat mich echt, wow. Nach 3 Baldrian Dragés und 3 Zähnen weniger hat dann endlich Paddy Velvet Sky genommen. Darf ich auf das Match eingehen? Yep, dann. Also, zu dem Match selbst. Tag Rules, das bedeutet nur 2 Leute im Ring. Die anderen dürfen, müssen, können sich, wollen sich einwechseln, wie auch immer. Dämlich. Oder eben auch nicht. Und es begann halt mit Madison Rayne gegen Winter. Es ging halt los mit Basic Stuff, ein paar Griffe. Dann kam Madison Rayne auch schon in den Ring. Und früh wurde auch klar, dass unsere liebe Frau Jarrett eine verdammt gute Ringrichterin ist. Mal vergisst sie zu zählen, mal ist sie zu weit weg. Manchmal muss sie sich den Schuh binden, wenn jemand Bestimmtes zählt. Also wirklich sehr, sehr professionell, muss ich euch sagen. Und die Crowd hat da auch irgendwann mal mit Boring rufen, leider, gerufen, denn die 4 Damen im Ring konnten nichts dafür. 3,5, sagen wir 3,5 können nichts. Ach so, ja, die konnten ja nun wirklich nichts dafür und deswegen war es ein bisschen schade und ein bisschen sehr schmälernd an dem Ganzen. Mhm. Ja, und es da war auch selbst dem größten Idioten klar, es wird darauf hinauslaufen, dass Jarrett irgendwie Karen, nicht irgendwie wird die aus diesem Match isoliert. Wie? Konnte man sich noch überlegen. Aber es war... Ich bin den Sandman gewünscht persönlich, dass er die Scheiße aus ihr rausprügelt, so wie letztes Mal, das was Cena verlangt hat. Das will ich sogar unterschreiben. Nein, Spaß, lassen wir das. Und, also es war offensichtlich und das ist dann so passiert, dass Angelina ihrer Partnerin, Kollegin, whatever, Winter irgendwas gegeben hat, was wahrscheinlich mal wieder dieses rote Ding ist. Ja, rote Flüssigkeit. Genau. Und das sollte mal wieder in Mickys Gesicht, aber naja, die war halt am Diskutieren mit Karen, konnte ausweichen und unsere arme, arme Frau Jarrett, die konnte dann leider nichts mehr sehen. Dann gab es einen DDT von James gegen Winter, also Mickey.
Es gibt das Cover doch. Diesmal kann die Frau wirklich nicht zählen, so schade es auch ist. Aber zum Glück gibt es auch noch andere Leute, die zählen können, nämlich Tracy Brooks. Warum auch immer. Ja, warum auch immer. Hat man nicht so richtig kapiert. Sie war halt da. Ja, es ist schön. Ja. Angelina Love war auch gerade da. Ja, war aber abgelenkt und hat sich, glaube ich, um Winter gekümmert. Oder Winter wurde gecovert. Ja, Entschuldigung, um Karen gekümmert. Da wird ja wohl Angelina den Teufel tun und durchzählen. Entschuldigung, hat sich halt um Karen oder sonst was gekümmert. So, während Tracy dann im Ring war, war dann Velvet dran, die ihren Finisher, ich glaube ein Facebuster war's, gegen X-Factor. X-Factor, ja, Y-Factor, ist mir egal, R-Factor. Gegen Madison Rain, der Pin wird durchgezählt und Velvet Sky hat endlich ihren ersten Knockouts-Title gewinnen. Nach 8 Minuten 40 Sekunden ein Match, das allein durch die Special-Referee-Sache richtig zerstört wurde. Ja, also es war von Anfang an auch klar, wer gewinnt. Also es war nicht nur uns im Tippspiel klar, es war eigentlich jedem klar, weil einfach vorher diese Story, die größte Schlampe in ganz TNA ist Velvet Sky. Gut, bei dem Vorbau könnte ich das vielleicht sogar irgendwie unterschreiben. Aber ich möchte jetzt doch ein bisschen länger ausholen, weil das war der erste Tiefpunkt des Abends. So, erstmal ganz kurz hier bei Cage Match steht ganz lieblos, ein Referee kümmert sich um Karen. Es war nicht irgendein Referee, ihr Spaß. Es war der alte Earl, der sich doch noch an den Frauen ergötzen konnte. Also er hat Samoa Joe ist doch noch geschafft. Nachdem er schon mit Joe in der Kabine war und dann merkte, dass es sich dabei doch um den Samoaner handelte, ist er geflüchtet und hat es dann irgendwie in die Halle geschafft. Als er dann gerade den ganzen Frauen auf dem Boden liegen sah, wollte er darauf herstürzen, kümmerte sich dann Karen direkt helfen. Um Karen. So, und jetzt wollen wir doch bitte wieder ein bisschen zum Ernsteren kommen. Ich wollte jetzt etwas länger ausholen, nämlich zwar der erste Tiefpunkt des Abends für mich. So, wir haben jetzt die Divas Division, die mir in den letzten paar Monaten sehr ans Herz gewachsen ist. Gut, ich konnte Winter gegen mich. Wie hast du die gerade genannt? Ich wollte gerade sagen, müsste gelünscht werden. Knockout Division. Seit dem heutigen Tag heißt er für mich Divas Division. Women's. Hat es auch nicht besser verdient, nein, aber die mir sehr ans Herz gewachsen ist und durch die liebe Frau Jarrett heute komplett verarscht, versaut, verwässert, was weiß ich noch wurde. Ich meine, da muss jetzt Karen auch kurz schützen, sie hat ja auch nicht Schuld daran an dem Booking Mist. Natürlich nicht. Ich sage auch nicht, dass sie Schuld daran ist, sie ist jetzt nur die Zielperson von Russo, wer auch immer das im Hintergrund gebookt hat. Ich gebe einfach Russo jetzt an einem die Schuld, so. Immer. Es war ein Title on a Pole Match, Spaß. Nein, die liebe Jarrett hat hier natürlich null dank Russo so eine schlimme Rolle gespielt, aber viel schlimmer war, ich meine, wenn man so ein Match hat, da freut man sich eigentlich drauf. Vier Frauen gehen, das kann doch gutes Wrestling werden, dann versorgt man es. TNA. Denn Eddie, wir dürfen nicht vergessen, wer holte jahrelang und holt auch noch zum Teil die höchsten Ratings bei Impact. Nach dem Match nicht mehr. Davor. Nach dem Match könnte es froh sein, wenn sie überhaupt noch irgendwelche Ratings kriegen. Also ich finde es schön, wenn jetzt eine Dreierfehde wahrscheinlich erstmal geben wird zwischen Winter, der lieben Velvet Sky und wahrscheinlich auch noch Mickie James, die ja hier auch ein bisschen unfair rausgenommen wurde, denn sie hätte als erstes ja eigentlich den Pin durchgezählt, weißt du. Deswegen denke ich mal, ich freue mich schon mal auf Triple Threat mit den beiden, aber ich freue mich endlich auch auf den Split, weil der muss einfach mal langsam sein und wir hoffen wirklich, dass er jetzt bald kommt. Also wir hoffen das zwar schon seit einem Monat, aber... Also ich freue mich am meisten auf Winter vs. Velvet Sky in a Tampon on a Pole Match. Schlecht, Otis. Der war einfach schlecht. So schlecht war der nicht. Der war richtig schlecht. Nicht mal Eddie hat seine Abspastlache gebracht. Mal kommentiert lassen und auf das nächste Backstage-Segment eingehen. So. Oh, ich wollte allerdings auch nochmal ganz kurz einhieven. Wir haben jetzt da endlich nicht, aber die gute Frau hat endlich ihren ersten Knockout-Title gewonnen. Frage an euch, verdient? Ja. Ja. Ja, ich meine, ich kenne die Frau, die ist schon seit 4 Jahren und ich muss sagen, die hat sich doch ordentlich verbessert. Vorne rum. Das auch, ja. Dazu sage ich jetzt lieber nichts. Wir hatten jetzt Scott Hall. Moment mal, ist der nicht wieder auf den Zug? Und Jeremy Borash. Little Scott Hall. Ah, ja, natürlich sprechen wir über Cass Kazarian. Ja, der hier Backstage stand. Damit ab, dass der bei uns Scott Hall ist. Wenn es irgendwie Scott Hall, wenn wir nicht gerade sagen, dass Scott Hall wirklich zurückgekommen ist, ist Scott Hall bei uns Kazarian. Wir können auch einfach sagen, einer ist Scott Hall, der andere ist Little Scott. Also Little Scott war natürlich da Backstage bei Jeremy Borash, hat sich eigentlich nur auf Robbie Root gefreut und hat noch ein bisschen das I Quit Match mit Styles und Daniels angesprochen. Eine größere Rolle hat er jetzt gar nicht. Nö, und muss man so eine Promo ja auch nicht machen. Und ich muss sagen, jetzt kam für mich so die erste große Enttäuschung, aber
Ja, AJ Styles gegen Christopher Daniels. Für was steht das? Das steht für TNA. Das steht für Leute, die miteinander Titel geholt haben, das gegeneinander Main Events bestritten haben. Ach ja. Ich glaube, dieses Jahr hatten die noch ein Main Event bei Destination X. Destination X. Und man weiß, es gibt kaum eine Paarung bei TNA, die so gut harmoniert wie die beiden. Fakt. Glaube ich. Ich würde vielleicht nur sagen, wenn man den dicken Joe in seiner alten Verfassung noch dazu tut, dann ist mir das lieber, wenn sie zu dritt unterwegs sind, als zu zweit. Ja, ja, dann ja. Diesmal hatten wir ein I Quit Match. Mhm. Eigentlich schöne Vorzeichen, dass wir auch mal die Exhibition unter etwas härterem Niveau sehen. Eigentlich, das ist eben der Punkt. Denn was wir da geboten bekommen haben, war für mich doch etwas sehr, sehr... Ich möchte übrigens nochmal betonen, dass das irgendwann mal mein Match war. Ja, ja, ich wollte nur diese Einleitung machen. Du darfst das Match machen. Das will ich eigentlich auch gar nicht. Ey, du bist in Schuhklaune und dann hältst du dich so zurück. Leute, darf ich es ein bisschen kurz fassen? Um es wirklich kurz... Sauer. Richtig sauer. Um es kurz zu fassen, sauer. Um es etwas detaillierter zu beschreiben. Wir hatten in diesen 13 Minuten 50, die Cage-Match ausspucken, durften wir die beiden vielleicht 6 Minuten wresteln sehen. Das, was sie gezeigt haben, war natürlich gut, aber es war natürlich denen ihre Basics, die sie da gezeigt haben. Hard Im Großen und Ganzen haben wir Daniels gesehen, der eigentlich die ganze Zeit immer wieder versucht hat, Styles irgendwie zu demütigen, mit dem Mikrofon in der Hand auf ihn einzuquatschen. Das war ja noch das Gute. Wir dachten, okay, hart geführtes I-Quit-Match, und wir dachten uns erst einmal, zumindest ich und Eddie, wir dachten uns so, okay, das ist ein schön aufgebautes I-Quit-Match. Und dann war dieses Match quasi im Aufbau vorbei. Richtig. Und Schuld daran hat ein Schraubenzieher. Ja, Schuld daran Klingt hat ein Schraubenzieher. Klingt komisch, ist aber so. Es gab ein wenig Blut. Ja. Ja. Es gab ein wenig Spots, es gab ein wenig Waffen, es gab diesen Schraubenzieher, vor dem anscheinend AJ gar keine Angst hat, aber Daniels hat sich sofort... Das ginge dann auch so weit, dass... Wir haben auch gar nicht unser Tippspiel gemacht, also versucht doch mal nicht bei meinem Match permanent zu unterbrechen. Wir sagen alle AJ. Richtig, wir haben alle AJ gesagt und wir hatten recht damit. So. Ja. Ja, irgendwann mal meinte auch Daniels mit dem Mikrofon, sich an Mrs. Styles wenden zu müssen, nennt ihren Namen, den ich vergessen habe. Tu mir einen Gefallen und lass deine Kinder das nicht ansehen, wenn ihr Vater getötet wird. Im Laufe der Zeit hat er auch hin und wieder gesagt, I kill you, I make you, whatever. Also es kam schon ein bisschen sehr merkwürdig vor. Der beste Freund möchte angeblich AJ Styles töten. Absoluter Schwachsinn, wer sich das ausgedacht hat. Beide haben ihre Kinder nacheinander benannt. Das noch dazu, also schwachsinnig. Ja, was hat das jetzt mit diesem Schraubenzieher zu tun? Den hat Daniels ins Spiel gebracht, wollte ihn gegen Styles einsetzen. Der kommt dann natürlich weg von dieser Aktion. Dann dümpelt das Ganze wieder so vor sich hin. Und dann hat AJ diesen Schraubenschlüssel. Und wie vom Blitz getroffen! Möchte Daniels aufgeben. I quit. Wir waren uns ein bisschen nicht ganz sicher. Özi, du kannst das doch sicherlich innerhalb von Sekunden rausfinden. War das das erste I quit Match? Nein, das war das achte TNA-Geschichte. Siehste. Haben wir schon nachgeforscht eben. Siehst du, ich hab doch gesagt, dass das nicht das erste war. Ich konnte mich an keins mehr erinnern. Da war auch dann anscheinend nichts Interessantes dabei. Es waren 8 I quit Matches, 6 im TV beziehungsweise bei Pay-Per-Views und 5 von Männern geführt. Das andere wurde von Angelina Love und Velvet Sky geführt. No Contest. Oh, das ist schön. Das war scheiße. Wie kann No Contest bei einem I-Quit-Match rauskommen? Frag mich nicht, das war Russo Booking. Okay. Entschuldigung. Dann muss man nicht fragen. Gut, auf jeden Fall nachdem dann... Ein letzter Satz noch. Es war immer noch mein Match eigentlich, aber okay. Ja, wir klinken uns ja ein. Du solltest eigentlich schon einen Anfang machen, den hat der Lüse mir schon weggeklaut. Der will einfach gerade beschuldigt. Abgesehen davon, dass das ein Cena JBL Gedenkfinish war und ich so etwas Ähnliches dieses Jahr bei einem I-Quit-Match schon gesehen habe. Einer, der die ganze Zeit so großmundig ist und plötzlich also so ein bisschen in Gefahr ist, gibt das sofort auf. Und wo habe ich das letzte Mal das gesehen? Ich glaube, es war bei Demis und John Cena. Over the Limit. Entschuldigung, bei der Passion Cenas. Den das Film bringt man, ja. Das ist ein neuer Kinofilm, kommt nächstes Jahr raus, ist einfach dieses Pay-Per-View-Match. Darf man ganz kurz jetzt sagen, dass du jetzt eigentlich auch schon die Fans gespoilert hast? Wieso? Ich shoote so oder so. Nein. Du hast deine Wette ja sozusagen damit gewonnen und
Ja. Du hättest ja nicht shooten dürfen, wenn du deine Wette verloren hättest. Hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte es vielleicht keiner gemerkt. Wow, so. Dann shoote ich in der letzten Minute. Das hat ja auch keinen Sinn. Ich sagte doch, das muss er beim nächsten Pay-Per-View machen. Auf jeden Fall, so, um mal weiterzugehen, das voranzutreiben. Ich würde auch was zu dem Match sagen. Sag. Irgendwas gerne würde ich mal zu dem Match sagen. Eigentlich fand ich das gar nicht so dumm, dass er so lange mit seinem Gegner gequatscht hat. Das Problem war einfach, also wenn du schon das Equipment-Match zwischen Cena und JBL ansprichst, dann sag doch bitte, dass das Match schon über eine halbe Stunde gedauert hat. Und dieses genau. Match hier eine Viertelstunde gedauert hat. Nach einer halben Stunde ist es vielleicht sinnvoll, jemanden, der auf den anderen, der schon blutbeströmt da liegt, mit einem riesen Auspuffrohr loszugehen und ihn durch eine Scheibe flattern will, dass derjenige aufgibt. Hier war es so, es ist eigentlich noch nichts passiert gewesen und er gibt einfach so auf. So, anders kann man das leider hart gesagt halbfertiges Match. Die beiden waren nicht mal ansatzweise, also für sowas wünsche ich mir keine Blutschlacht aller CZW, aber ich wünsche mir trotzdem viel mehr Intensivität. So. Viel, 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 viel mehr. Jetzt zur Frage, warum dieser Matchausgang? Will man Daniels damit aus den Shows schreiben? Nein. Nein, eben nicht. Darauf wies ja noch die Sache nach dem Match, auf die ich eben eingehen wollte. Nachdem er aus der Halle rannte und AJ Richtung Rampe ging, verpasste er auf der Rampe AJ noch die Angel Swings. Ah, okay. Und das führt natürlich die Fehde weiter. Wiederum, jetzt muss ich sagen, mieses Booking. Sollte nicht eigentlich wichtige Match-Fäden, und das zwischen Styles und Daniels ist ja durchaus schon auch eine etwas längere geführte jetzt, bei großen Pay-Per-Views enden und nicht bei großen Pay-Per-Views fortgesetzt werden, vor allen Dingen nicht so. Ich meine, sollte bei Pay-Per-Views nicht eigentlich auch Storyline außen vor gelassen werden? Oder aufs nächste Match schau? Ich meine, ein allerletzter Satz dazu. Ich meine, wenn es zu einem weiteren Match kommt, jetzt ist Daniels das Weichei. Wow. Das war eine tolle Story. Es hat jemand so einem Weichei gemacht. Glückwunsch. Mit dem Hey, damit hat Randy Orton 2 Jahre überlebt. Was wollt ihr eigentlich? Bevor wir mit dem Match jetzt fortfahren, möchte ich noch ganz kurz mich beziehen, dass es ja noch ein Match gab, das wir ja alle nicht gesehen haben, das nur in der Pre-Show lief und deswegen von uns auch gar nicht angesprochen wird. Falls sich jemand fragt, wo ist das Tag Team Match? Das Tag Team Match meinen wir Anarchia und Hernandez, also Mexican American gegen Inc. Eigentlich total unbedeutend. Ich bin froh, dass es nicht auf die Pay-Per-View-Show an sich geschafft hat, sondern nur in die dumme Pre-Show. Aber was hat es denn sonst auf diese Pay-Per-View-Card geschafft? Ja, leider ein sehr drogensüchtiger Mensch. Ich glaube, das ist was für Paddy. Nein, ich will zu dieser Promo nichts sagen. Ich möchte, dass du was sagst. Auf einmal kam die Musik von Jeff Jarrett, der in den Ring kam. Und über Jeff Hardy lästerte. Dann kam Jeff Hardy und hat ihm aufs Maul gehauen. Jeffrey das Ganze Nero ging bestimmt Hardy. 30 Minuten lang. Gefühlte 30 Minuten. Die Security hat die Beine auseinandergehalten. Hardy ist immer wieder auf ihn gesprungen. Ende der Sache. So, danke, dass du dieses Ding... Unnötige Ding. Dass du dieses unnötige Ding, das ist eine neue Story. Natürlich beim größten Pay-Per-View des Jahres fangen wir eine neue Story an. Ja gut, das ist wieder länger. Sinnvoll. Es ist schon ein bisschen länger. Aber jetzt Story. Ist das der ultimative Startschuss. Das ist in dieser Sache ein bisschen sinnvoller, das gerade da zu machen, weil man hatte an diesem Abend ein breites Publikum und den dann nochmal Hardy unter die Nase zu reiben, hör, guck mal, wir haben Hardy, guck mal, der greift einen an, ist natürlich in der Hinsicht etwas sinnvoll. Das mit dem breiten Publikum möchte ich jetzt mal wegnehmen. Ich glaube, TNA zieht mit ihrer TV-Show, ich glaube, 1 Million Zuschauer. Wie viele Leute kaufen sich den Pay-Per-View? Vielleicht 20.000. Das breite Publikum saß vor allem in der ersten Reihe in Form des Ernährungsberaters von Tim heute. Geniale Überleitung. Oh ja. Ich meine, das war wie Joe, aber egal. Joe, wir haben jetzt Jeff Nero Hardy. Eddie, möchtest du anfangen? Soll ich noch kurz was zu der Promo sagen? Sag was zu Promo. Ich würde gerne was zur Person Jeff Hardy sagen. Du sagst was zur Person Jeff Hardy. Ich möchte sagen, dass Jeff Hardy sich ja schon in den letzten Wochen an und für sich wieder eingebracht hat bei TNA. Deswegen war ich eigentlich fast sicher, dass wir ihn heute noch sehen. Und Jeff Jarrett hat ja auch jetzt Probleme. Jeff Jarrett, dem ja seine Company irgendwo noch am Herzen liegt. Schön, dass er ihn damals in die Company gebracht hat. Selber schuld, würde ich sagen, Vollidiot. Und er kommt jetzt anscheinend aus dieser Company auch nicht mehr so schnell weg. Und er hat jetzt anscheinend auch, zumindest Backstage, größtenteils wieder den Respekt von den Leuten und auch von vielen Leuten sozusagen öffentlich den Respekt bekommen. Warum, verstehe ich nicht. Warum die Fans für diesen Mann auch jubeln, verstehe ich nicht. Darauf möchte ich gleich eingehen. Was bei dieser Promo an und für sich ging, es war halt ein Brawl. Mehr nicht. Warum? Ja. Wozu? Wirklich die einzigen... Wirklich, wie Ole es gesagt hat, eine gefühlte halbe Stunde. Und es immer wieder reißt sich einer von beiden los. Wozu? Die einzigen wahren Worte hat wirklich Jared gesprochen, der da wirklich solche Sachen sagte. Zumindest aus, ich glaube, sogar der Sicht von uns dreien,
dich will hier keiner sehen. Richtig. Ja, und ganz ehrlich, ich bin's mit dem Kerl auch langsam wirklich leid. Darf ich jetzt? Ja. So. Ich möchte jetzt etwas ausschweifen. Wir haben hier einen Mann, der eine Vorbildrolle haben sollte. Er wird von Millionen und Abermillionen von Kindern vergöttert, ist Vater und Drogensüchtiger. Was passt da nicht zusammen? Vater. Vorbildfunktion, Vater und Drogensüchtig. Irgendwas funktioniert das so überhaupt nicht. Ich glaube, das mit dem Vater passt da nicht rein. Shawn Michaels, bist du da? Shawn Michaels hat sich geändert, das ist der große Unterschied. Naja, irgendwann, ja. Man sollte bitte nicht diese zwei Männer immer miteinander vergleichen. So. Das wird leider viel zu oft getan. Jetzt kommt das große Problem. Dieser Mann hat einen Pay-Per-View-Main-Event mehr als versaut. TNA war zum x-ten Mal in ihrer Unternehmensgeschichte die Lachnummer der Wrestling-Welt. Mal wieder, ist ja nichts Neues. Man lachte alle paar Monate über TNA, was die schon wieder verbocken. Kommt ja gleich noch ein Match. Manchmal ist sie auch verdient. So, dann kommt dieser Kerl, anstatt dass man den feuert, wie es sich für eine Company gehört. Ich meine, wenn ich eine Manager in einer Firma bin und ich baue eine Scheiße, die was mich Tausende und Abertausende von Euro kostet, bin ich schneller weg, als ich Scheiße sagen kann. Nein, natürlich, man lässt ihn ja. Er verkauft ja 5 T-Shirts mehr als AJ Styles. Dann kommt er zurück, obwohl alle diese elendige Geschichte der Hardys kennen und jeder Idiot jubelt dem zu, als wäre nichts. Oh, Matt, where's my crack, Matt? Ja, sie meinten, seid mein Burger. Na, lassen wir das. Und vor allem, jetzt kommt das Verrückte im Wrestling. Es gab da mal eine Storyline in einer anderen Liga, die vielleicht einige kennen. Da hat ein Straight Edge Wrestler, the best in the world, eine Promo gehalten. Was just doch? Just say no. Genau, just say no. Er ist besser, weil er keine Drogen nehme, anders als Jeff Hardy. Und was ist passiert? Er wurde ausgebuht. Es gibt kein, und ich wiederhole, kein Business, wo jemand, der sagt, Drogen sind schlecht, ausgebuht wird. Und da soll sich einer wundern, dass dieses Business einen schlechten Ruf weltweit hat? Wundert sich da jemand? TNA hält sich professionelle Kiffer wie Brian Kendrick und Rob Van Dam. Da ist zum Drogensucht die Nummer 1 natürlich nicht so weit. Ich meine, der große Bruder wurde jetzt abgeschafft, nachdem er unter Selbstmordverdacht stand, etc., etc. Aber der kleinere Bruder, der ja eigentlich schon seit Jahren bekannt dafür ist, Matt ist ja noch lange nicht so bekannt dafür, Drogen zu nehmen, der wird natürlich immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ich meine, gut, Jeff Hardys Wrestling-Stil, man kann drüber streiten. Ich möchte jetzt gar nicht mich über den Wrestling-Stil. Es gibt ja viele Leute, die den tatsächlich genial finden. Das ist, du wolltest nicht drauf eingehen. Genau. Und ich muss ehrlich sagen, dieser Mann hat keine Chance mehr verdient. So hart es auch klingt, aber dieser Mann hat zu viele Chancen versaut. Shawn Michaels hat eine zweite Chance verdient, aber Hardy hat keine 5000 Chancen verdient, die er inzwischen gekriegt hat. Der Mann wurde während WWE 3-mal suspendiert, kann das hinhauen? 3-mal? Er wurde einmal entlassen, weil er nicht auf einen Entzug gehen wollte. Er wurde dann noch 2-mal suspendiert. Und ja, ich meine, diese Geschichte kann man. Und er hat dann die WWE freiwillig verlassen, kurz bevor er. Ganz kurz. Er hat die WWE kurz davor verlassen, bevor er fast nochmal suspendiert geworden wäre, wahrscheinlich. Denn kurz danach hat man ja Drogen ohne Ende bei ihm gefunden. Vergiss das nicht. Er wollte nur sein Konto so gesehen wieder cleanen. Deswegen hat er es verlassen. Weil das dritte Mal wäre ganz sicher gekommen. Natürlich. So, man hat ja kurz nach der Verlassen von WWE, hat man, wie gesagt, haufenweise Drogen bei ihm zu Hause. Ich glaube, es waren 4 oder 5 Tage nur. Ja. Es war nicht sehr viel Spiel dazwischen. Sagen wir es mal so, gerade noch als gefeierter Held, geh nicht. Och, wir haben jetzt Drogen bei dem gefunden. Und vielleicht, um nochmal ganz kurz darauf einzugehen, die Strafe, die der Mann gekriegt hatte, jeder andere Mensch hätte eine viel, 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 viel schlimmere Strafe gekriegt, wenn Otis und ich das gemacht hätten. Und was hat der Mann gekriegt? 10 Tage Gefängnis. Oh und Gott. Wie viel Geld waren es noch? Ich weiß es nicht mehr. Geld, was der einfach aus der Portokasse bezahlt. Natürlich, der Mann hat genug Geld. Ich meine, wir sind jetzt nicht hier, da, um das Rechtssystem zu kritisieren. Ich meine, dass jemand, der Unmengen an Drogen und Steroiden und sonstes zu Hause hat, weniger
bestraft als jemand, der ein Musikstück runterlädt, ist natürlich völlig krank, aber das ist einfach das Recht, aber das geht uns jetzt gar nichts an. Und das, ich meine, ich habe mal einen Satz von Paddy gehört zu Jeff Hardy und ich finde diesen Satz teilweise leider wirklich sehr passend. Ich würde mich nicht wundern, wenn morgen in der Zeitung steht, Jeff Hardy tot aufgewunden. Es würde mich nicht wundern. Und das ist heute immer noch so. Ist der Mann schon über 27, ja, oder? Ja, der ist schon lange mit dem Club, der sieht man, der ist schon über 40. Was? Jeff Hardy ist 35. Ja, der sieht aber aus wie über 40. Naja, aber jetzt leider sind wir wirklich extrem abgeschwiffen. Jeff Hardy ist wieder da, er wird immer noch bejubelt. Der Best in the World ist immer noch wer anderer. Hulk Hogan's Ding steht als nächstes auf dem Plan. Gut, was konnte man sich von diesem Match erwarten? Wer die Vorgeschichte kennt, wusste, wir gingen ja schon davon aus, dass Earl Hebner war der Ringrichter. Nee, egal, nein. Wenn Earl Hebner der Ringrichter, konnte er gar nicht sein. Wenn Earl Hebner der Ringrichter gewesen wäre, hätten wir fast runde 300 Jahre in Ringerfahrung hier gehabt. So waren es nur 290. So waren es so 290. Und das möchte ich noch ganz kurz sagen, wir haben auf Hulk Hogan einstimmig getippt. Einstimmig auf Hulk Hogan. Bis jetzt lagen wir übrigens immer richtig, um das nochmal ganz kurz zu sagen. Ja, und was konnte man vorhin erwarten? Jeder wusste ja, oder man hat es schon herausgelesen, Hulk Hogan sollte an diesem Abend keinen einzigen Bump kassieren. Im Großen und Ganzen, er sollte nicht wirklich hart hinfallen. Was dann ziemlich deutlich eigentlich nach einem Schlag von Sting wurde, wo Paddy etwas sehr Schönes aufgefallen ist. Ja, was ist mir denn aufgefallen, Nodis? Ja, und zwar bei dem Schlag von Sting hat Hulk Hogan, als er zurück sich fallen ließ, nochmal kurz vorher leicht in Zeitlupe auf den Boden geguckt und ist dann sehr vorsichtig nach hinten gefallen. In Zeitlupe, wohlgemerkt. In Zeitlupe. Gut, mein Move des Abends kam ja sowieso, als Hulk Hogan wieder back to the 90s kam und Sting über den Rücken kratzte. Zum Glück hat er diesmal die schwarzen NWO-Handschuhe an, das kam damals schon sehr dumm. Eigentlich mal mit dem Match, ich und Paddy möchten shooten. Ja, auf jeden Fall, wir alle wurden widerlegt, denn tatsächlich kam es dazu, dass nach zwei Stinger-Splashs und dem anschließenden Scorpion Deathlock tatsächlich Hulk Hogan abklopfte. Egomania musste abklopfen und diesmal war kein Bret Hart da, um da irgendwas rumzudrehen. Ich möchte eine Sache dazu sagen. Es gab 31, wenn ich das jetzt richtig sehe, Matches Sting gegen Hulk Hogan. Halleluja. Und in 21 hat tatsächlich Hogan verloren. Er hat nur 3 Matches gewonnen. Was? Es ist, glaube ich, der einzige Gegner, gegen den Hogan so eine schlechte Bilanz hat. Er ist der einzige. Er hat nur 3-mal gegen Sting verloren. Und das wichtigste Match von allen hat er leider gewonnen. Ja, man hat es, wie meinst du, welches? Naja, psychologisch gewonnen. Ach so, du meinst das von Starcade? Yep. Hogan's Ding, ja, das, wo leider das Ding sehr viel Momentum damals genommen wurde. Mhm. Aber gut, wir sind im Jahr 2011, nicht im Jahr 1997. Es war auch damals nicht alles besser. Ich meine, 97 war im Allgemeinen schlechtes Wrestling-Jahr. Wir haben nicht erwähnt, dass übrigens auch Ric Flair zum Ring kam. Mhm. Natürlich, damit waren es dann die vollen 500 Jahre voll. Die vollen 500 Jahre waren voll. Aber der hatte nicht sehr viel jetzt da zu tun. Kann vielleicht noch ganz kurz sagen, dass Ganzen. Die beiden am Ende tatsächlich beide bluteten wie ein Schwein. Ric Flair leider nicht. Schade. Ja, ich habe damit gerechnet. Also wenn Flair da ist, muss es ja auch Blut bei ihm geben. Aber er hat es dann nur an seinem Hemd schmieren. Also Hogan kann ja auch bluten wie ein Schwein. Sting hat das heute auch mal sehr gut probiert. Und jetzt kam für mich, muss ich sagen, als Hulkamaniac-Nostalgiker, dann ein schöner Moment, als erst einmal eigentlich ganz Immortal kam, auf Sting einzudreschen. Man muss dazu sagen, wer aber nicht eingegriffen hat, Abyss war Backstage nur zu sehen, er hat sich's angeguckt. Dürfen wir vielleicht auch noch sagen, dass wir das erste Mal falsch lagen, und zwar gesamt falsch lagen. Sting hat tatsächlich gewonnen, was wir eigentlich keiner von uns wirklich erst glauben wollte. Ich wollte erst auf Sting tippen, aber ich habe mich belatschern lassen von euch. Ja, wir haben dich ausgelacht. Ja. Ja, gut. Auf jeden Fall, nachdem Sting die ganze Zeit, auf dem Spiel steht, das haben wir Hogan anbettelte, ihm zu helfen, hat Hulk Hogan seinen üblichen Moment. Wir sind noch im Match, aber du redest schon von dem, was nach dem Match war. Das, finde ich, war schon lange vorbei. Das Problem ist, wir haben noch nicht mal gesagt, worum es eigentlich in dem Match überhaupt ging. Ja, das machen wir jetzt danach. Jetzt erstmal das danach vor.
So, Hogan hat sich natürlich wieder hochgepowert in üblicher Manier. Oh Gott, ey. Hat ganz Immortal zerdrescht und die beiden feierten dann im Ring und Hogan ist geturnt. Was wir eigentlich, das hatten wir wiederum erwartet. Hogan Faceturn, ich meine, er ist schon in der letzten Woche gut angekommen, heute hat man es auch wieder gesehen. Viele Leute in Rot und Gelb da, die wahrscheinlich auch Jeff Hardy bejubelt haben, sind ja eine, ist ja eine Fanklasse, sind ja genau die gleichen Drecksschweine. Hallo, hallo. Nur weil du nicht darunter zählst, heißt das nicht, dass nicht alle so sind. Ja, natürlich heißt das das. Dann denk doch mal nach, was du gerade gesagt hast. Ich sag ja auch nicht, dass jeder John Cena-Fan so scheiße ist. Auch wenn das der Ösi gerne sagt, ne Ösi? Das, was du heute gesagt hast, das werde ich hier aus bestimmten Gründen nicht sagen. Ich sag nur, gehören verge. Ast. Ich finde das nicht zum Lachen, aber... Ach, das habe ich eh nicht ernst gemeint. Aber ja, und ich habe es ernst gemeint, dass jeder Cena-Fan ein Folter ist. Ja, hast du. Das war 4 Uhr nachts, da kann man dich für voll nehmen. So. So, jetzt dürfen wir, oder? Ihr dürft. Halli, lässt du mir den Vortritt oder möchtest du... Ich lasse dir den Vortritt. Gut. Zerfleischt es. Also, Hulk Hogan gegen Sting. Wir haben kein Wrestling-Match erwartet. Wir haben kein Wrestling-Match... Also, unsere Erwartungen wurden schon nämlich enttäuscht. Wir haben Scheiße erwartet. So, das Problem war, das ganze Match bestand daraus, dass Sting overgesellt hat wie ein Shawn Michaels. Komische Kamerashots auf die liebe Dixie Carter, Hulk Hogan, der tatsächlich zweimal hingefallen ist, was ich nicht gedacht hätte, dass er überhaupt fällt. Ich meine, gut, beides mal in Zeitlupe, okay. Wie schnell er den aufgibt. Der Sharpshooter, der sah scheiße aus. Sah richtig. Also auch Sting kann zwar einen schlechten Sharpshooter, aber der war noch schlechter als sonst. Ja, versuch du mal mit einem Knochen einen Sharpshooter zu machen. Ja, eben, Hulk Hogan ist halt nichts mehr echt. Also man hat ihn auch gut gepolstert an den Knien, dass bloß nichts passiert. Ich meine, wir hatten schon teilweise das Gefühl, wenn er umfällt, dann fliegt vielleicht irgendwo in die künstliche Hüfte oder was weiß ich, das künstliche Knie fliegt Dixie ins Gesicht. Das wollte man ja nicht. Gut, Sting, eigentlich der einzige logische Sieger an dem Match. Einen deswegen haben wir nicht daran geglaubt, TNA, Booking und Logik. Was? Nee, gibt's nicht. Sting hat dann tatsächlich jetzt die Alleinherrschaft über TNA wieder Dixie Carter gesichert und Hulk Hogan wird zum Face. Und die Art und Weise, in der man das gemacht hat, vollkommen unnötig. Also anstatt Stinger zum Hier zu turnen, nein, wird Immortal geturnt. Also ist Eric Bischoff jetzt der Böse. Gut, wir wollen ja auch gerne Onkel Eric loswerden. Aber das, was eine Frechheit ist, ich meine, ich habe es während des Matches mit Jerry Lawler gegen Michael Cole verglichen. Gut, vielleicht ein bisschen übertrieben. Vergleichen wir das einfach mal mit Steve Austin gegen Hulk Hogan. Und selbst das Match war besser. Oder, ach, Steve Austin sage ich schön, ich meinte Vince McMahon. Warum ich jetzt Winnie mit Austin verwechsel, keine Ahnung. Gut, so, ich bin fertig. Hass, schlechtes Match. Natürlich. Man ist eine Wrestling-Promotion, die mal für junge, talentierte, schnelle Wrestler stand und dann präsentieren wir als das Match bei unserer größten Veranstaltung ein 58-jähriger Sack gegen einen 52-jährigen Sack. Yay! Zusammen sind die beiden über 100. 110. Ja. 110 Jahre. Das haben nicht mal Michaels und Ric Flair 2008 geschafft. Stimmt. Naja, zum Match selbst gibt es nichts zu sagen. Ich meine, ich muss sagen, Hulk Hogan hat sich in den letzten 6 Jahren innenringtechnisch nicht verschlechtert. Das war auch nicht mehr möglich. Das war ja auch nicht mehr möglich, genau. Also das muss man ihm zugute halten. Wann war sein letztes Match ganz kurz gegen Orton? Kann das das sein? 2010 hat er auch schon 2 Matches. Okay, Entschuldigung. Dann habe ich die vergessen. Zum Glück. Und bei der Hulkamania-Tour. Gott, ich meine von offiziell richtigen Matches. Das war seine offizielle Hulkamania-Tour. Oh mein Gott. Ja. Und Sting ist ja auch nicht mehr der Junge seit 10 Jahren, aber für sein Alter ist er okay. Ist okay. Kann man sagen, was man will. Sting ist für sein Alter von okay. Sting weiß man, dass ich eigentlich von dem Mann nicht viel halte. Das hat man ja im letzten Born for Glory Review mitgekommen. Allerdings, ich liebe seinen Charakter. So, Punkt aus Ende. Für mich ist er jemand, der fällt und steht und fällt mit seinem Gimmick. Er hatte schon immer ein Gimmick und ich liebe dieses Gimmick, das er jetzt zur Zeit hat. Das kann er von mir aus für immer haben. Das Joker-Gimmick, also da stimmt ihr mir beide, glaube ich, auch zu. Das ist, glaube ich, das Beste, was Sting in seiner ganzen Karriere jemals passiert ist. Ja, ab also den 2000er Jahren, ja. Da muss ich ja sagen, ist es so, das ist ja wirklich die Sache, die spaltet ja wirklich die Fans. Während das andere schon sagen, bei TNA-Review muss man nicht nochmal erzählen. Haben wir das gestern schon gesagt? Das habe ich euch so gesagt. Okay, ich sag's nochmal für die, die nicht die Classics schauen. Während die eine Fraktion wirklich sagt, dass
TNA damit den Sting-Charakter kaputt macht, feiern andere es einfach nur ab. Ich gehöre zu zweiterem. Ich gehöre auch zu zweiterem. Ich gehöre zu Leuten, die Hulk Hogan hassen. Danke, ich auch. Das große Vorbild von John Cena. Ja, ja, Vinnie Mac. Ich habe auch ein Plakat entdeckt, worauf stand Hogan, nein, Cena Fears Hogan. Ja, wie kann das sein? Das ist doch die eine und dieselbe Person. Yep. Ich meine, Cena wrestelt genauso wie Hogan. No selling! Aber wenigstens kann er Bums nehmen noch. Noch, ja, du können weißt wir ja, zum nächsten Match rübergehen? Cena ist ja in die Zukunft gereist und das ist dann ja hier. Ja. Oder Hogan in die Vergangenheit, sucht es euch aus. Ja. Ist ein und dieselbe Person. Auf jeden Fall. Sich eher anders. Leider für den armen John Cena genauso, also es wird für den armen John Cena auch genauso hingestellt. Eigentlich kann der Mann doch bei Weitem mehr, aber er darf es nicht mehr zeigen. Tja, das ist jetzt nicht Sinn der Sache. Fakt ist, Hogan hat wirklich gejobbt, war auch nötig. Ich meine, und das Sting oversellt muss ja klar sein, wenn der andere gar nichts zählt. Das klar, natürlich, das ist ja klar. Das sieht es auch gleich schlimmer aus und alles. Und das Schlimmste war ja wirklich, dass Hogan alleine Immortal verprügelt hat. Ich meine, da baut man diesen Bully Ray über Monate als den toughest, baddest, meanest, biggest mother effer im Business auf. Und dann ist ein Schlag von Hogan. Und die Fans haben es gefeiert, als gibt's kein Morgen mehr, ey. Als 2012. Und ja, das ist 2011 und es ist immer noch das gleiche. Ich sag's gern, ich sag, auch wenn ich zu der Ladung gehöre, Wrestling-Fans sind die zum Teil die größten Vollidioten, die es gibt. Natürlich. Zum Teil. Jeff Hardy-Fans, viele John Cena-Fans, viele Randy Orton-Fans, viele Hulk Hogan-Fans. Generell, wir sind die größten Idioten, die es gibt. Ja, seitdem wir feuern Ring of Honor an, dann haben wir wenigstens irgendwas im Kopf. Ja, hallo. Hallo. Ja, also, ich bin zu müde, ich bin zu fertig, ich bin zu sauer, um gegen Hogan zu shooten. Fakt ist, seine In-Ring-Skills sind seit den 80ern dieselben, nicht vorhanden. Gut, um das Ganze jetzt zu beenden, sage ich mal unser letztes Match an und unser Tipp später zu Kurt Angle gegen Robbie Roode. Und tatsächlich waren wir das erste Mal am Abend anderer Meinung. Ich und der liebe Otis haben nämlich eindeutig auf Bobby Roode getippt. Sind wir blauäugig? Entschuldigung. Während Kurt Angle tatsächlich von auf Paddy getippt hat. Nein, ja, ich bin der aktuelle TNA. Oh, meine Güte, haltet doch mal beide eure Fresse, ey. Ob Öse getippt wurde, du Vollpfeife. Du Vollpfeife. Ich hasse dich. Ja. Ich hasse dich. Ich meine, Bobby Roode. Er wurde aufgebaut als der Mann, der nach 13 Jahren endlich seinen Titelshot bekommt. Das erinnert mich an einen Kanadier, der seit 17 Jahren im Business und endlich World Champion wurde. Welcher Kanadier war das? Der seit 15 Jahren im Business war und endlich World Champion wurde. Der war auch Kanadier, Moment mal. Nee, so ein dicker Schwarzer. Wen meinst du? Mark? Also, um den wollte ich, ich dachte, du meinst Benoit. Ja, der wurde auch lange im Business, stimmt. Stimmt. Ist er endlich World Champion? Es hat irgendwas mit diesen Kanadiern. Ja. Egal. Auf jeden Fall, Bobby Roode, der ist jetzt der Number One Contender gegen Kurt fucking Angle. Mal schauen, ob er das nächste Mal wieder verhaftet wird. Und Roode wurde sozusagen over the top gepusht vorher. Er wurde in dieser durch das Finale in der Bound for Glory Series über Nacht zum glaubwürdigen Herausforderer. Ja, und auch zum Star irgendwo. Ja. Bobby Roode ist mittlerweile ein Main Eventer. Er ist World Title Material, auch wenn es unser lieber Freund Hulk Hogan nicht so sieht. Dazu kommen wir vielleicht später noch, Eddie. Du weißt, was ich meine? Ich hab's schon gelesen, ich musste fast kotzen. Der Main Event um den World Heavyweight Title. Angle gegen Roode liest sich auf dem Papier wirklich nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Man darf vielleicht sagen, dass mir als allererstes schon mal was Negatives für das Match überhaupt aufgefallen ist. Und es war dann leider auch so, dass ich mich ein bisschen aufs Match aufgewirkt habe. Nämlich war der liebe Kurt Angle leicht verletzt vor dem Match. Ja, das ist natürlich ein Problem. Aber Verletzungen kann man in einem Kontaktsport, auch der das Wrestling auch ist. Wrestling ist ein Kontaktsport. Auch wenn die meisten gerne sagen, nur gefakte Scheiße. Es ist, bleibt ein Kontaktsport. Bei dem es mehr Verletzungen gibt als bei vielen anderen Sportarten. Das darf man nicht vergessen. Zum Teil. Es kommt drauf an. Ja, lassen wir das. Zum Match selbst. Es wurde aufgebaut, dass beide auf gleicher Höhe sind. Kann man sagen, was man will. Und mir ist auch relativ früh eine Aktion aufgefallen. Als Angle aufs Seil stieg.
um seinen Moonsault zu zeigen. Und da gibt es einen richtig harten Back-Suplex, bei dem sich Angle, ist ja ein legendärer Ringer, wunderbar abgerollt hat. Denn sonst hätte das wahrscheinlich sehr böse enden können. Ja. Meinst du, Belly-to-Belly-Overhead war das doch ja schon? Weiß nicht. Ja, das war schon Belly-to-Belly-Overhead. Er ist ja auf seinem Gesicht, beziehungsweise auf seinem... Ja. Ich hab's jetzt mit dem Back-Suplex verwechselt. Kein Problem. Ist ja egal. Suplex bleibt Suplex. Man fliegt auf den Rücken oder auf den Bauch. In dem Fall auf den Bauch. Und am besten nicht aufs Maul. Und dann ging es langsam so in die Phase des Matches, als es weg von diesen Impact-Moves ging. Wir sind nicht in der Impact-Zone, keine Impact-Moves. Nein. Wir gingen dann in Submission Wrestling und ja, Kurt Angle hat sein Ankle Lock und Bobby Roode hat halt seinen Crossface, den er in letzter Zeit sehr, sehr oft einsetzt. Wir hatten auch manchmal. Er muss aber nochmal die Danielson schulen und sich nochmal zeigen lassen, wie das richtig geht mit dem Crippler Crossface. Wer ist der Crippler? So ein Mann, der tot ist. Ah, muss man den kennen? Ja. Okay. Das ist doch der, der nicht bei WrestleMania 20 den Titel gewonnen hat. Und Triple Threat Match nicht war. Ein Triple Threat Match zwischen also, Triple H und Shawn Michaels. Also, es wurde dann halt wirklich aufgebaut, wer kriegt seinen Submission Hold durch. Es ging dann einige Zeit so, Angle Lock, Crossface. Boring. Es ging. Ich fand boring. Das. Auf so. Jeden Fall. Ja, Otis, übernimm du. Ja, nö, mach ruhig weiter. Nein, mach. Eigentlich im Ende wird nicht mehr wirklich zugehört, weil im Großen und Ganzen, also man muss ja sagen, an diesem Abend hat sich Kurt Angle ja schon selber erfunden, weil er hat ein Spear gezeigt. Mhm. Er hat der sich selbst neu Abends. Erfunden, so. Der zweite des Abends. Mhm. Aber der hat nicht zum Sieg gereicht. Nee. Danach sprang er nämlich mit einem Crossbody direkt wieder in den Crossface von Groot. Mhm. Und es gab noch einen anderen Submission Move von Root, und zwar den Fujiwara Armbar, der dann in den Crossface gemündet hat. Ja. Zum Großen und Ganzen war es jetzt. Boring! Zum Großen und Ganzen war es auf jeden Fall schon ganz schön anzusehen. Der Schluss wurde dann, glaube ich, darin eingeläutet, dass sich beide ein paar Mal auskonterten. Dann gab es einen Angle Slam. Mhm. Dann wird Root halt eingerollt auch. Und. Angle hält sich im Seil fest und der Ref zählt 1, 2, 3. Ja, und dann Pause und dann erst draufklatschen. Klopft er nochmal nach, denn, wie man am Ende gesehen hat, es gab diese Diskussion zwischen Angle und dem Ref, da sich Angle offensichtlich verletzt hat und dann gab es das obligatorische X, sprich Worker verletzt. Ist natürlich bitter, dass es im Main Event der größten Show des Jahres passiert und deswegen sah es sehr improvisiert und auch sehr schlecht aus. Ja, aber aus Sicherheitsgründen muss man natürlich dann das Match so schnell wie möglich beenden. Gibt es. Hat Ösi auch seine Wette gewonnen und hat tatsächlich auf den richtigen Sieger getippt. Und ich bin sauer. Ah, ich bin halt episch. Ich bin nicht sauer auf den Ösi, sondern auf TNA. So. Damit ich da gleich auch ein bisschen länger ausholen zu dem Thema. Ja, zum Glück darf Bobby sein. Roode tut mir einfach nur leid. Ich hoffe, dass er den Titel bald bekommt. Vielleicht bei Turning Point, wenn sich alles zum Guten wendet. Alles Turning andere, Point, versteht ihr? Wäre eine Frechheit. Alles andere wäre eine richtige Frechheit. Da hat der TNA es mal wieder geschafft, ein Main Event dazu versorgen. Machen wir erstmal Match of the Evening und das Neue. Tja, Match of the Evening. Und das, muss ich sagen, wird vielleicht einige Leute hier doch etwas lustig stimmen. Denn für mich war es tatsächlich das Main Event. Rob Van Dam versus Jerry Lynn. Das eigentliche Main Event des ganzen Abends. Gut, dann mache ich da mal als nächstes Bully Ray Mr. Anderson. Stimme ich zu. Kein Problem. Bully Ray Anderson war für mich auch mit der Gesamtlänge, also das war für mich das Rundum-Paket, was mir gefallen hat. Zwar falscher Pay-Per-View, aber dennoch richtig schön anzusehen. Und das längste ich wollte Match des ja Abends. Ich erst das längste Match des Abends. Ich wollte erst wirklich Hogan's Ding sagen. Umgebracht worden. Aber ich dann will hätte ich dich nicht persönlich aus dem rauskommen. Team geschmissen. Gut, jetzt kommt ja das Neue. Was? Moment einmal, mein Freund. Ja, was ist denn das Neue, dass ich dich rausschmeiße? Finde ich gut. Der Fail des Abends ist eine neue Rubrik, die wir jetzt machen werden. Die Idee davon stammt von niemand anderen als Matze Wrestling. Hallo, du darfst dich jetzt angesprochen fühlen. Oh, das hat deinen Namen genannt. Oder Awesome und Eddie klingt wie Vollidiot. Und es geht sich dabei um ein Promo oder ein Match. Also alles, was in diesem Abend
irgendwie stattfand, kann man jetzt hier nennen. Ob es eine Person war oder was auch immer. Ich fange einfach mal an, der Auftritt von Jeff Hardy war mein Fail des Abends. Hardy macht immer vor mir. Ich überlege gerade, es kommen drei Personen für mich in Frage. Ja, für mich leider auch. Aber ich muss da auch, glaube ich, ziemlich eindeutig eine Person sagen. Weißt du es schon? Ja. Wer? Können wir jetzt einfach mal raushauen? Zero Hardy. Danke, tschüss, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Hogan? Karen Jarrett? Oder Hardy? Hardy! Hardy, ja. Raus, dich will ja keiner. Wie gesagt, wir werden eine Meinung dabei sein. Ja. So, ja gut, dann hatten wir diese Rubrik jetzt auch und jetzt können wir zu der Wertung kommen, bei der I anfängt. Stark angefangen, ganz stark nachzulassen. Ich muss, mein Frust in der Wrestling-Welt breitet sich eigentlich schon seit dem letzten Gewinn von Alberto Del Rio über den Rausschmiss von Jim Ross, den TV-Rausschmiss von Triple H, jetzt weiter auch noch auf TNA aus. Also nicht nur, dass meine Lieblingsliga Scheiße baut, also nein, eigentlich meine eigentliche Lieblingsliga ist seit über 10 Jahren tot, aber von der kann man ja immer noch positiv reden. War ja für mich heute auch wieder das Main Event. Die Hardcore-Matches waren überwiegend gut, bis auf das I-Quit-Match. Warum macht man das ein I-Quit-Match? Man hätte den beiden auch lieber ein normales Match schenken können. Ich glaube, das hätten sie 1000 Mal besser hingekriegt. Das Damen-Match war versaut. Der erste versaute Punkt des Abends. Ding vs. Hong war schlecht erwartet wie eh und je. Opener war schön, wie immer. Promo Hardy überflüssig. Hardy im Allgemeinen überflüssig. Finishing und auch das Engel jetzt immer noch Champion ist total überflüssig. So sauer, sauer, sauer. Ich gebe 5 Punkte. Okay. Otis, bist du da? Anscheinend. Ja. Doch, also. Ja, dann mach. Ja, gut. Jetzt muss man natürlich überlegen, wir hatten es hier ziemlich, will nicht sagen ausgeglichen. Wir hatten bis zur Mitte der Show halt alles ziemlich gut. Dann wiederum wurde es wieder schwächer und das ist eigentlich, ja. Im Normalfall würde ich sagen 5 Punkte mit dem Auge zugedrückt über die schöne Halle und auch andere Sachen, die mir gut gefallen haben. Sting, Hulk Hogan fand ich ja jetzt nicht so scheiße wie ihr. 6 Punkte. Okay. Gut. Die größte Show des Jahres. Nein! Ich glaube, es ist Slammiversary. Ja, mal wieder. Das wird auch immer Slammiversary bleiben. Für mich eigentlich im WrestleMania. Es gab so viel Blödsinn in diesem I Quit Match. Hogan gegen Sting, Karen Jarrett, Jeff Hardy, die Storylines. Nein. Diesen Scheiß, als hätte Vince Russo die in seinem Schlaf erfunden. Das hat er wahrscheinlich sogar. Und dann hat auch noch Hogan. Da hat Heyman beim Scheißen bessere Ideen. Ich bin ja dafür, dass Jared mal das Notizbuch klaut. Also, nein, die Stories, nein, gehen einfach nicht. Hardy, der Junkie, wird natürlich bejubelt, wie eh und je. Ein Krüppel, wie Hogan, muss man fast schon sagen, bei seinen ganzen künstlichen Dingen, wird umjubelt, wie eh und je. Rude ist nicht Champion. Auch wenn ich gegen ihn getippt habe, hätte ich mich sehr, 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 sehr gefreut. Nein, das Momentum von Rude ist jetzt dadurch... Ja, hoffentlich nicht komplett zerstört. Also, Bound for Glory, nein. 5, mehr nicht. Was hast du nochmal gesagt, Eddie? 5. 5, 6, gut. Sind wir noch deutlich unter Cage Match. Sind wir 5,2 ungefähr. Ja, Cage Match ist bis 6,8. Das ist Paddys oberste Regel, wir geben keine Komma-Punkte. Genau. Gut, das nächste auf unserer Liste ist WWE Vengeance. Mit nächste Vengeance. Woche Sonntag. Card kenne ich mal wieder nicht. Ich kenne das immer erst am Abend vorher. Ja. Wenn überhaupt. Cena juckt mich auch noch nicht wirklich. Ich weiß nur, dass es Henry Orton gibt. Ja, und wahrscheinlich Cena gegen Del Rio. Ich meine, WWE juckt mich im Allgemeinen nicht. Ich gucke nur Ring of Honor. Yep. Jo. Ja. Dann kann man das Ganze jetzt auch beenden. Es war ein, noch nicht ganz so schöner Pay-Per-View für uns. Und ich mache ganz kurz nochmal Werbung für den Wrestling-Marktführer Ring of Honor. Leute, Ring of Honor. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Jeden Donnerstag auf ROHWrestling.com. War nicht mal TNA der Marktführer? Nein,
Moment, seitdem Ring of Honor wieder da ist. Nach dieser Show fragst du das? Nach diesem Pay-Per-View fragst du das? Glaub mir, ich habe vor dem Pay-Per-View auch noch andere Sachen zu Paddy gesagt. Inzwischen bin ich seiner Meinung. Jeden Donnerstag ROHWrestling.com gratis anmelden und ihr könnt die beste Wrestling-Show. 50 Minuten jede Woche Donnerstag. Mehr braucht ihr nicht, um glücklich zu sein. Ernsthaft, das sind so schöne Matches. Damit, Leute, bis zum nächsten Mal und hausen. Tschüss.